Steffi, als Leiterin der Bildung und Vermittlung bei den Schleswig-Holsteinischen Landesmuseen erzählst du uns ja gleich ein bisschen mehr dazu, was für Aufgaben wir im Vorfeld bei so einer Ausstellung erfüllen. Davor aber vielleicht noch ein bisschen mehr zu den Aufgaben, die wir im täglichen Museumsbetrieb übernehmen. Erzähl uns doch ein bisschen was dazu. Das mache ich gerne. Der Auftrag der Bildung und Vermittlung ist, den Dialog zwischen den Inhalten und Objekten und unseren Besuchern zu gestalten. Das tun wir im Wesentlichen in zwei Bereichen. Auf der einen Seite haben wir die mediale Vermittlung. Das umfasst die Vermittlung in den Ausstellungen selbst. Also wir beschäftigen uns mit den Texten in den Ausstellungen. Wir machen Medienstationen oder Hands-on-Stationen. Der zweite große Bereich ist die sogenannte personale Vermittlung. Hierbei geht es um den direkten Austausch mit dem Besucher. Das heißt, es geht um Führungen, es geht um Podiumsdiskussionen, es geht um Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche. Neben diesen beiden großen Arbeitsfeldern beschäftigen uns aber noch viele Querschnittsaufgaben. Dazu zählen unter anderem Barrierefreiheit in den Museen. Es geht um interkulturelle Zusammenarbeit oder auch Fragen wie Wegeleitsysteme. Bei den Vorbereitungen zu so einer Ausstellung, welche Gedanken macht sich da die Bildung und Vermittlung im Vorfeld? Die erste Frage, die wir uns stellen, ist die Frage nach den Besuchern. An wen richtet sich das Thema der Ausstellung? Wo können die Inhalte andocken? Also haben wir ein Thema eher für ein klassisches Museumspublikum oder sind die Inhalte so, dass es auch Familien, Kinder und Jugendliche interessieren könnte? Wenn wir diese Frage beantwortet haben, dann richten sich alle Dinge, die wir danach tun, nach der Antwort. Also bringen wir Medienstationen in die Ausstellungen, installieren wir Hands-on-Stationen, die die Besucher einladen, interaktiv zu werden? Oder wie gestalten sich die Texte, eher locker flockig oder doch wissenschaftlich? Wenn du klassisches Museumspublikum sagst, wen meinst du denn damit? Mehr als die Hälfte unserer Besucher auf der Schlossinsel sind über 50 Jahre alt. Viele von ihnen haben ein ganz starkes Interesse an Kunst und Kultur. Du sprichst von kunstinteressierten Besuchern. Trotzdem ist uns die Vermittlung von Kunst sehr wichtig. Warum ist das so? Die Auseinandersetzung mit Kunst hat das Potenzial, die eigene Kreativität zu fördern. Insbesondere moderne Kunst weckt viele Assoziationen. Das heißt, Menschen können die Erlebnisse des Künstlers mit dem eigenen Leben verknüpfen. Und das ist ein sehr großer Mehrwert. Da hast du ja schon viele wichtige Punkte genannt, die auch für die Vermittlung im Museum allgemein gelten. Warum brauchen Museen und Kulturinstitutionen die Vermittlung? Die Vermittlung unterstützt das Museum dabei, ein Ort der Information und der Diskussion zu sein. Damit ermöglichen wir den Besuchern Teilhabe am kulturellen Erbe und an Diskussionen von gesellschaftlichen Fragen in Bezug auf die Vergangenheit, die Gegenwart, aber auch die Zukunft.